Herzlich willkommen zum Persönlichkeitsentwicklungspodcast. Heute haben wir einen Dr. Klaus Hartmann da, der ist für das Thema Nachhaltigkeit steht der sehr. Und ja, erzähl mal, wer bist du und was machst du? Ja, hallo Karl, vielen Dank für die Einladung. Mein Name hast du schon verraten, Klaus Hartmann heiße ich und ich stehe für den nachhaltigen Wandel in der Energiewirtschaft. Also das ist tatsächlich ein großes Feld. Ich habe die letzten 15 Jahre tatsächlich in der Energiewirtschaft zugebracht, habe da verschiedene Projekte leiten dürfen, war am Ende Führungskraft und habe mich tatsächlich dann vielleicht zum etwas uncleveren Zeitpunkt dafür entschieden, mitten in der Corona-Krise zu kündigen und mich als Vortragsredner für das Thema selbstständig zu machen. Die goldenen Zeiten kommen an der Stelle noch und trotzdem genieße ich jetzt schon zu Themenstellung zu beziehen, wo ich der Meinung bin, Mensch, das kriegen wir vielleicht als Volkswirtschaft manchmal noch cleverer hin, als wie wir es jetzt im Augenblick machen. Aber da muss ich dir gleich eine Frage stellen, gibt es schwierige Zeiten im Leben? Oder gibt es einen schwierigen oder einen schlechten Zeitpunkt? Wahrscheinlich nicht. Also wahrscheinlich passiert ja alles für einen im Leben und womöglich, also ich spüre es von mir ja auch, habe ich jetzt diese Phase vielleicht noch gebraucht, wo ich mich nochmal erst sammeln konnte, meine Themen glatt ziehen konnte. Und ich bin sicher, wenn es mal wieder Auftritte gibt, dass ich dann womöglich die auch wieder genießen werde. Und ich aber auch gleichzeitig es sehr genieße, was wir online machen. Also zum Beispiel jetzt gerade, du sitzt in Österreich, ich sitze hier gefühlt in Dänemark von dir aus betrachtet. Das sind ja über 1000 Kilometer Entfernung. Und das klappt so wunderbar. Da wären wir früher wahrscheinlich einen Tag hin, einen Tag zurückgefahren. Und das ist tatsächlich sehr viel schöner. Und auch an anderer Stelle genieße ich es einfach, dass ich runter in den Keller gehe. Ich habe mir mittlerweile hier ein bisschen was eingerichtet, dass ich mit Licht und mit Tontechnik das anständig hinbekomme. Und das ist schon sehr schön, muss ich zugeben. Dann sage ich mal, man fängt ja einfach an. Ich war im Lockdown einfach begonnen, habe auch gesagt, ja gut, Podcasten, okay, das kann man immer anfangen. Aber es ist ja für einen selber immer der richtige Zeitpunkt, sage ich mal. Also von mir aus war es einfach so, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich das gerne machen und mich gerne teilen oder mit der Menschheit. Oder meine Zuhörer weiterteilen, dass ich sage, okay, jetzt möchte ich mein Wissen weitergeben, weil ich sage, wann gibt es einen schlechten Zeitpunkt, weil man verschiebt immer Sachen nach und ja, irgendwann mache ich das einmal, ist ja besser irgendwann anfangen, als wie gar nicht anfangen, sage ich immer, oder? Ja, da hast du recht. Besser wie mit dem Baumpflanzen. Der beste Zeitpunkt war ja auch vor 30 Jahren und der zweitbeste ist meistens genau jetzt, das Ding zu pflanzen. Genau so ist. Was macht man für dieses Thema Persönlichkeitsentwicklung und was macht das für die eigentlich aus oder Entwicklung? Also ich muss zugeben, das Thema Persönlichkeitsentwicklung war für mich ich mag so Anglizismen nicht, aber es ist für mich tatsächlich so ein Gamechanger gewesen. Ich weiß nicht, wie es auf Deutsch heißt, Spielveränderer oder so, keine Ahnung, was auf Deutsch heißt. Und zwar deswegen, weil ich 2016, 17, das weiß ich noch, das war die Zeit, wo unsere Tochter geboren wurde, also unser zweites Kind, da hatte ich auch wieder Elternzeit, 2 Monate, und ich hatte nach der Elternzeit echt das Gefühl, ich habe nicht so viel Lust, wieder zur Arbeit zu gehen. Ich habe damals als Führungskraft bei den Stadtwerken Flensburg gearbeitet und hatte damals einen neuen Mitarbeiter eingestellt, der mir von Podcast erzählt hat. Und 2017, ich kannte noch keine Podcasts, die gab es ja da wahrscheinlich schon 10, 15 Jahre oder sowas, aber die waren an mir bisher vorbeigezogen und ich hatte immer einen sehr langen Arbeitsweg. Ich bin immer eine Stunde hin, eine Stunde zurück im Auto gefahren, zwar mit einer Fahrgemeinschaft, aber dennoch hat man sich morgens da meistens auch nicht so viel erzählt auf dem Hinweg, weil alle ziemlich müde waren. Und für mich hat sich durch diese Podcast-Welt, im Prinzip diese Persönlichkeitsentwicklungswelt erst erschlossen. Die kannte ich vorher überhaupt nicht. Also es geht ja wahrscheinlich auch vielen anderen Menschen so, die in meinem Umfeld sind. Da weiß ja kein Mensch, dass es da so eine Branche gibt, die sich damit beschäftigt, wie es uns allen besser gehen kann, nicht nur theoretisch, sondern auch praktisch. Und dadurch bin ich da erst richtig drauf aufmerksam geworden, eingetaucht und habe unheimlich viele Podcasts gehört beim Joggen, beim Kinderwagen schieben, auf der Autofahrt natürlich und nach und nach auch erste Seminare besucht. Die gingen, das war am Anfang echt noch bunt, was ich da gemacht habe. Das waren dann halt immer diese Einstiegsseminare, die dann irgendwie für ein Wochenende 29 Euro kosten oder sowas, was natürlich meistens auch interessant für mich war, weil ich ja noch keine Ahnung hatte, was aber natürlich häufig viele Fragen noch offen lässt, weil dann natürlich viel angeteasert wird, was dann in einem späteren Szenario für mich noch mehr besprochen wird. Das hat sehr lange geantwortet. Also für mich war es tatsächlich die große Eröffnung, dass es da noch mehr gibt. Hat dir das menschlich auch sozusagen ein bisschen geprägt, sagst du, der Change sozusagen zum Coach oder zum Nachhaltigkeitstrainer? Oder? Ja, also ohne das wäre ich da, glaube ich, nicht hingekommen. Also ich hatte tatsächlich andere Sachen im Kopf. Also ich habe auch mit meinem Geschäftsführer mal ganz offen darüber diskutiert. Der war da auch sehr offen für, dass wir auch darüber sprechen können. Und ich war auch dankbar, dass er mir bei bestimmten Sachen auch einen Hinweis gegeben hat, wo er mich nicht sieht. Also ich hatte auch noch die Idee, also dadurch, dass ich irgendwann mal promoviert habe, wäre es ja auch denkbar gewesen, dass ich vielleicht nochmal an der Hochschule irgendwo Professor werde. Hatte mich da auch an 2, 3 Stellen mal beworben und war dann auch
meistens in die Runde der letzten, weiß nicht was, 5 oder 6 oder so gekommen und durfte dann, das wird so gemacht, dass man eine Vorstellungsvorlesung hält, wo dann die Studenten da sind und man danach in so ein Verhör kommt und 1000 Fragen beantworten darf. Und ich hatte da immer Störgefühle. Ich hatte da, entweder passt es fachlich nicht und ich muss mich total verbiegen, da irgendwas Passendes zu erzählen, wo ich bedingt nur Ahnung von hatte, oder es passte räumlich nicht, weil das eine Mal, das war 500 Kilometer von zu Hause entfernt, wo ich dachte, ach, das ist echt kompliziert, das umzusetzen, so mit Zwischenfahren und all sowas. Oder es passte halt auch menschlich nicht. Also das eine war so eine Hochschule, wo keine Studenten waren, das war eine Fernhochschule, wo ich dachte, wie soll das denn funktionieren? Also da kannten wir noch kein Corona und digital und so, das war zu einer anderen Zeit, das war für mich nicht vorstellbar. Und da hatte mir auch damals das Feedback gegeben, nee, lass das mal, mach mal lieber was anderes. Und so kam ich überhaupt in die Richtung und habe dann irgendwann die Szene der Redner kennengelernt, dass man im Prinzip über etwas reden kann, dass man durch Impulsvorträge seinen Lebensalltag verdienen kann. Das war für mich davor nicht bekannt. Und da habe ich mich reingeworfen, habe ehrlicherweise davor auch schon sehr viele Vorträge im beruflichen Kontext gehalten, die aber immer Fachvorträge waren. Und für mich als norddeutschen nüchternen Ingenieur ist es extrem schwierig, da Emotionen reinzupacken, dass man dann auch mal, was weiß ich, von den Kindern erzählt, wo ich zumindest emotional eher offen bin, als wenn man da nur über Zahlen, Daten, Fakten redet. Das ist auch etwas, wo eine Keynote nicht von lebt. Eine Keynote lebt von den Geschichten, die lebt davon, wie früher am Lagerfeuer, dass man im Prinzip die Geschichten so verpackt oder die Informationen so in Geschichten verpackt, dass die anderen Menschen sie am besten anderen Menschen wiederum erzählen und die im Gedächtnis bleiben dann. Naja, die Bilder erzeugen sozusagen. Ja, und was habt ihr denn eigentlich zum Thema Nachhaltigkeit braucht? Was ist dir da dran wichtig sozusagen? Weil das hat mir auch gut gefallen, dass du da sagst, die Welt willst verändern sozusagen mit deiner Botschaft sozusagen. Einfach, wenn es nur ein bisschen ist. Ja, ich habe ja immer das ganz Große gleich vor, muss ich zugeben. Also ich bin auf dem Bauernhof groß geworden. Das heißt, man hat das ja schon, also ich zumindest eingepflanzt bekommen, dass man halt immer gedanklich nicht nur, ich sag mal, an jetzt und morgen denkt, sondern ja, wenn man irgendwas aussieht, denkt man auch immer gleich ans nächste Jahr. Und wenn man Investitionen tätigt als Landwirt, das sind immer Investitionen, die in der Regel für die nächste Generation da sind, wenn nicht sogar für die übernächste. Wenn man da irgendwo einen Wald neu anlegt oder in unserem Fall größere Ausgaben tätigt für eine neue Halle, die steht dann ja über 50 bis 80 Jahre oder sowas. Das heißt, dieses nach vorne denken war immer drin und ich bin dann tatsächlich in meinem ersten Leben mal Qualitätsingenieur beim Daimler gewesen. Also was ganz anderes, was ich da gemacht habe, war auch eine tolle Aufgabe. Damals, weiß nicht, der eine oder andere wird sich noch daran erinnern, Mercedes hatte mal Rostprobleme. Das führte so weit, dass tatsächlich teilweise die Autos kein Jahr alt waren und die Türen von unten durchgerostet waren. Also ganz gruseliger Zustand und unser Auftrag war eigentlich, aus Mercedes wieder Oldtimer werden zu lassen. Das heißt, nach 25 Jahren, dass sie dann auch noch undurchgerostet fahren. Das Thema fand ich schön. Ich hatte aber immer so ein schlechtes Gewissen, muss ich zugeben, wenn ich morgens zur Arbeit gegangen bin und die Autos da so im Minutentakt rausgefahren sind, dass die ja so unendlich viel Sprit verbraucht haben. Das waren ja im besten Fall 10 Liter, im schlimmsten Fall 20 Liter oder sogar noch mehr. Und ich habe dann gedacht, nee, das kann doch nicht die Zukunft sein. Und vor allem war es nicht meine Zukunft, dass da praktisch so intensiv Ressourcen eingesetzt werden, um sich zu bewegen. Und dann bin ich, es gibt ja keine Zufälle, aber zufällig über einen Studiengang gestoßen, der in der Nachbargemeinde durchgeführt wurde auf einer, das war eine Forsthochschule, also da passte ich überhaupt nicht rein. Also als Ingenieur, die nicht alle grün rum, haben halt alle so eher sich um den Wald gekümmert und die hatten einen so einen Versuchsstudiengang, der hieß Nachhaltig Energietechnik und Energiewirtschaft und das fand ich total schön. Das war deswegen so schön, weil das für mich einmal natürlich sehr groß war, also da war Solarenergie drin, da war Photovoltaik, das ist das Gleiche, also Windenergie, also alles drin im Prinzip, wie man es erzeugt. Da waren gesellschaftliche Fragen drin, da ging es dann auch ums Thema Kosten, Wirtschaftlichkeit, um Ethik ging es dabei. Das war wirklich sehr, sehr schön und da habe ich mich sehr wohl gefühlt und das sind die Fragen, die mich interessieren. Also natürlich ist es auch spannend herauszufinden, wie man so ein Auto günstiger produzieren kann. Jo, auch nett, es hat mich aber nie angefixt, sondern mir war es immer wichtig, der Nachwelt was Sinnvolles zu hinterlassen. Ich habe jetzt 3 Kinder mittlerweile und das wäre schon blöd, wenn man da irgendwann erkennen muss, ja, ihr könnt jetzt keine Kinder mehr kriegen, weil wir jetzt die Lebensgrundlagen dafür nicht mehr haben. Da sehe ich ja grundsätzlich eine Parallele zwischen uns zwei, sagen wir, persönliche Entwicklung, dass man seinen Geist und sein Bewusstsein so weit entwickelt, dass man an gestern denkt oder was interessiert mich die Welt sozusagen oder ich lebe einfach mein Leben. Einfach, dass ich mal viere Dinge reflektieren kann, was kann ich besser machen aus meinem Leben oder aus meiner Welt, wie kann ich meine Umgebung hinterlassen, weil ich möchte zum Beispiel auch meine Zuhörer oder wenn ich zum Beispiel auch Vorträge mache oder was, möchte ich ja besser hinterlassen, als was ich vorgefunden habe und mir Mühe, die Welt besser verlassen sozusagen.
als was man vorgefunden hat, weil für die sind wir das ja, dass man ja Menschen bereichern sozusagen, weil wir wollen ja da Leute helfen. Und auch wenn man nur einen kleinen, also wenn ich nur einen kleinen Teil dazu beitrage, aber mich freut es schon, wenn ein ganz kleiner Teil ist sozusagen. Ja, und am Ende, gebe ich dir recht, geht es ja auch immer um die anderen Menschen. Also sind wir mal ehrlich, ich glaube nicht, dass wir die Erde kaputt kriegen als Menschheit. Das wird nicht funktionieren. Das haben ja davor zum Beispiel die Dinosaurier haben ja hier Jahrhunderte von Millionen Jahren gelebt und haben ja am Ende auch, glaube ich, meines Wissens, also weiß ja keiner so genau, das jetzt nicht kaputt gemacht, die Erde, sondern die sind ja ausgerottet, weil ja dieser Komet da eingeschlagen ist, der dazu geführt hat, dass ganz viel Staub in der Atmosphäre war und die Lebensbedingungen sich dann verändert haben. Das heißt, die Erde wird wahrscheinlich weitermachen. Das ist ja in unserem ganz ureigenen Interesse der Menschheit, dass wir gucken, es für unsere Nachfolger ja so zu erhalten, dass sie auch noch leben können. Das ist genau das, was du dann auch machst, dass du das für andere Menschen machst. Und das ist ja etwas, was in jedem Menschen, glaube ich, ganz tief drinsteckt, dass es eine tiefe Befriedigung gibt, wenn man anderen dient, wenn man denen hilft, weil ich glaube nicht, dass jemand, der ganz egoistisch durchs Leben geht, dauerhaft Glück empfinden kann. Da bin ich mir recht sicher. Ja, was sind dann grundsätzlich deine Ziele die nächsten Jahre, dass du da sagst, okay, du möchtest ein bisschen was bewegen in der Gesellschaft sozusagen oder möchtest das ein wenig weiterbringen, der Botschaft? Ja, also ich habe tatsächlich mich wieder fokussiert aufs Thema Energiewende, Energiewirtschaft. Ich hatte tatsächlich mal eine Zeit lang, das Poster sieht man jetzt nicht, einen Podcast oder mein Podcast so benannt, dass er Nachhaltigkeit in allen Lebensbereichen abdecken sollte. Das war mir aber tatsächlich dann zu groß und ich hatte auch nicht von allen Lebensbereichen so die große Expertise. Mir geht es vor allem um die Energiewirtschaft und ich glaube, dass wir da eine ganz große Aufgabe vor uns haben. Also ich weiß jetzt ehrlicherweise nicht hundertprozentig, wie es in Österreich ausschaut. Ich würde mal vermuten, dass ihr wärmemäßig schon deutlich erneuerbarer seid als Deutschland, dass ihr im Strombereich durch die viele Wasserkraft auch womöglich recht weit seid. Und im Verkehrsbereich befürchte ich, ist es ähnlich wie in Deutschland, dass da wahrscheinlich auch noch ziemlich viele Verbrenner durch die Gegend fahren oder ja, noch nicht so viel. Elektromobilität ist natürlich in Deutschland schon wächst natürlich stärker, was ich so beobachte. Natürlich, also Österreich ist da, hinkt dann ein bisschen hinterher, aber ja. Die Politik reagiert da sozusagen schon ein bisschen, glaube ich, drauf. Sehr gut. Also tatsächlich ist es in Deutschland so, dass wir gerade letzten Monat jetzt 1 Million Elektrofahrzeuge auf der Straße haben. Das heißt, die sind da. Und gleichzeitig muss ich dabei auch einschränkend sagen, dass es schön ist, die machen ja keine Emissionen mehr vor Ort. Und gleichzeitig ist der Strommix ja noch nicht so richtig mega grün. Also da dürfen wir die nächsten Jahre nach meinem Dafürhalten am meisten ansetzen, dass wir die Rahmenbedingungen wieder schaffen, dass mehr Windkraft, mehr Solar gebaut wird und das auch wirklich so clever dann ins Netz integriert wird, dass die halt nicht immer abgeschaltet werden. Das ist etwas, was im Norden Deutschlands an der Tagesordnung steht, dass ungefähr ein Drittel des Jahres, also 3-4 Monate, die Anlagen stillstehen, weil die Netze gar nicht in der Lage sind, den Strom abzutransportieren. Mhm. Und man auch da jetzt in dieser Phase clevere andere Lösungen machen könnte. Also ich habe zum Beispiel 2012, 2013 einen Elektrokessel gebaut. Das ist so eine Anlage, die du wahrscheinlich, Karl, bei dir auch zu Hause hast, nämlich in Form eines Wasserkochers. Und dieser Wasserkocher war natürlich ein bisschen größer. Der hatte 30 MW, also ungefähr 30.000 Mal so groß wie dein Wasserkocher zu Hause. Und der hatte die einzige Aufgabe, Stromüberschüsse zu nehmen, in Form von Wärme umzuwandeln und dann die Wärme zu einem späteren Zeitpunkt zu nutzen, um das oder die Menschen duschen zu lassen. Mhm. Und das ist ein ganz primitives Prinzip. Ehrlicherweise kommt da auch kein Strom wieder raus. Also wenn man das einfach umgewandelt hat, das ist eine Einbahnstraße, da kommt es nicht wieder zurück als Strom. Trotzdem ist es in meinen Augen cleverer, die Wärme zu nutzen, stattdessen irgendwelche, was weiß ich, Ölbrenner oder was auch immer, was ansonsten im Einsatz ist, auszuschalten und ja, die Windkraftanlagen weiterlaufen zu lassen. Und das sind Sachen, da habe ich mich auch während meiner Zeit gerne bei Verbänden eingesetzt. Da glaube ich, dass wir vieles noch verbessern können. Und ich denke auch manchmal so an Privathaushalte, das ist ja auch so ein Thema. Die meisten Menschen wissen ja gar nicht, dass es erstmal Ökostromanbieter gibt, weil tatsächlich immer noch viele einen normalen Stromanbieter haben. Und unter den Ökostromanbietern gibt es natürlich auch Unterschiede. Es gibt welche, die kaufen einfach nur normalen Strom an der Börse und kaufen sich dann ein relativ günstiges Zertifikat, was in meinen Augen die Energiewende nicht nach vorne bringt. Und dann gibt es die anderen Anbieter, die sagen, okay, nee, bei diesem Graustromhandel, da mache ich nicht mit, kann ich mit meinem Gewissen nicht vereinbaren. Wir zahlen tatsächlich oder wir kosten tatsächlich etwas mehr als Stromanbieter, nutzen aber auch das Mehrgeld, was wir nehmen, um die Erneuerbaren auszubauen. Und das halte ich für clever. Ich meine, grundsätzlich, wir sind Europäer, wir haben es ja eigentlich grundsätzlich ein super Netz aufgebaut, also ein Stromnetz oder sonstiges, aber
meines Erachtens, also ich sehe das halt in die Energiewende, dass man halt die Schwellen ändert, die Gewohnheiten, dass sich das dort ändert, weil einfach die größten Klimatreiber sind wahrscheinlich, weil die ja natürlich in Afrika, der denkt nicht an Nachhaltigkeit, der will seine Familie ernähren und ist halt da ist halt die Problematik, nur weil das einfach nicht im Bewusstsein von den Menschen angekommen ist, ja, weil das nicht, die wissen das ja gar nicht. Wie sollen die das wissen, wenn der das nicht sozusagen gelernt hat, weil ja. Da wirst du mir sicher zustimmen können, weil wir in Europa sind eigentlich grundsätzlich eigentlich relativ gut aufgestellt im Gegensatz zu den Schwellenländern. Oder ja, weil wenn ich zum Beispiel in den Urlaub fahre, in die südlichen Länder, da sehe ich halt schon Aufholbedarf. Ja, also ich kann es in manchen Punkten nachvollziehen, Karl. An manchen Stellen darf ich tatsächlich dein Bild noch ein Stück weit erweitern. Und zwar gerne. Dahingehend, dass tatsächlich in Afrika, wenn man das jetzt mal vergleichen würde, wie viel Energie sie überhaupt verbrauchen und einsetzen, sie um ein Vielfaches, also ich habe keine Zahl, ich würde mal tippen, um den Faktor 20 weniger Energie verbrauchen als wir. Das hängt einfach damit zusammen, die heizen nicht und die meiste Energie, die wir verbrauchen, geht tatsächlich fürs Heizen drauf. Die haben ehrlicherweise eine relativ geringe Elektrifizierung, da ist echt nicht viel los, was Strom verbraucht. Und die Mobilität ist ehrlicherweise auch nicht so extrem gut ausgebaut. Da fahren ein paar Busse und angeblich kommen auch ein paar alte Autos von uns manchmal darunter, die dann da verwendet werden. Und gleichzeitig ist es ehrlicherweise so, dass wir uns beim Thema Klimawandel echt an die eigene Nase packen müssen, weil ein Großteil der CO2-Emissionen kommen leider aus Europa, die kommen aus den USA. Und das ist auch immer eine Diskussion, die natürlich regelmäßig auf höchster politischer Ebene geführt wird. Mhm. Die Chinesen sagen natürlich zu Recht, auch wenn sie heute der größte Emittent sind, also die bauen natürlich unendlich viele Kohlekraftwerke, gleichzeitig bauen sie auch unendlich viele Windkraftanlagen und Solaranlagen, also die machen alles, bloß in China ist ja halt alles gefühlt tausendmal so groß wie bei uns. Mhm. Die sagen natürlich zu Recht, Mensch, Freunde, aus den USA und aus dem alten Europa, ihr habt doch hier 95% der CO2-Emissionen emittiert die letzten 150 Jahre. Da waren wir noch gar nicht dabei. Natürlich sind wir jetzt auch mit dabei, keine Frage, aber ihr müsst ja bei euch erstmal gucken, dass es gerade vor ist. Und das ist für uns, glaube ich, eine ganz große Chance als Volkswirtschaft. Wir sind ja Exportweltmeister. Ich weiß gar nicht, wie es in Österreich ist. Ihr seid sicherlich auch tendenziell eher exportorientiert, dass ihr Maschinen verkauft. Ich denke mal zum Beispiel meine Pelletskesselanlage von nebenan, die kommt auch aus Österreich. Da seid ihr in meinen Augen Weltmarktführer, was das angeht, weil ihr natürlich sehr früh damit angefangen habt zu experimentieren. Und wenn wir diese Techniken exportiert bekommen, wie du sagst, nach Afrika, dann fangen die gar nicht erst an, das so dusselig zu machen wie wir, dass sie da Kohlekraftwerke hinbauen und sonst was alles verbrennen, sondern gleich mit Photovoltaik die Dörfer ausstatten, genau, und dann im Prinzip gleich erneuerbar loslegen, weil die wollen ja auch den Lebensstandard haben, wie wir haben. Die wollen ja nicht da auf Dauer, ich sag mal, ohne Strom und ohne irgendwas leben. Sozusagen ein gutes Vorbild sein, liefern. Also es gibt ja auch für Österreicher, die bauen da unten auch viel so Photovoltaikanlagen für die Brunnenanlagen, für die ganzen, dass die Pumpen mal funktionieren, weil die haben ja Sonne, haben ja die immens, ne? Ja, ist gut. Wie siehst du das eigentlich, das Thema Gewohnheiten, wenn du sagst, okay, jeder sollte ein bisschen was dran ändern, also dass sich jeder Mensch an sich selber ein bisschen arbeiten, dass er da ein bisschen nachhaltiger denkt oder an sich selber vielleicht ein bisschen umdenkt oder was, weil das sind ja nur reine Gewohnheiten, zum Beispiel auch, da fängt schon mit der Mülltrennung an oder fängt schon, muss ich den Weg jetzt vor mein Auto oder brauche ich den Stromfresser jetzt oder was, ne? Ja, das ist natürlich ein spannendes Thema, Karl, was du ansprichst, was extrem aufwendig zu ändern ist, weil das Problem in Anführungszeichen ist ja, dass unser Gehirn verbraucht ja immer die meiste Energie in unserem Körper. Das hat, glaube ich, nur 3% der Masse, dafür aber 20% des Energieverbrauchs. Und wenn wir richtig mit dem Kopf arbeiten, kann es bis zu 50% hochgehen. Und das Gehirn ist leider so ausgerichtet, dass es natürlich immer hier den Weg des kleinsten Widerstands wählt. Das heißt, wenn da irgendwelche Autobahnen angelegt sind, das heißt, wenn ich von A nach B komme, nehme ich das Auto, fahre dahin, dann fahre ich immer mit dem Auto und es ist extrem schwierig, diese Gewohnheiten anzupassen. Was da natürlich immer funktioniert, ist es mal auszuprobieren. Das ist natürlich immer leichter gesagt als getan. Also ich muss zugeben, ich fahre mittlerweile lieber Zug zu meinen Veranstaltungen als mit dem Auto. Und also ich muss zugeben, die Deutsche Bahn macht es einem manchmal nicht leicht, das lieber zu mögen. Ist in Österreich dasselbe. Okay, ich finde das gruselig. Also gefühlt ist es schon so, dass man häufig rechtzeitig ankommt. Und manchmal, muss ich zugeben, ist es denn doch so, dass man da gefühlt einen Zug verpasst und sie sich dann so bräsig anstellen, dass sie aus Versehen dann auch alle nicht wissen, worum es geht. Und ich habe es schon mehrfach erlebt, dass ich dann nicht mehr nach Hause gekommen bin, ich abgeholt werden musste, weil die Bahn halt dann einfach den Betrieb eingestellt hat und nicht mehr weitermachen wollte. So, aber deine eigentliche Frage war, wie man Gewohnheiten ändern kann.
Was mir grundsätzlich hilft, ist der Blick nach vorne. Das ist eine Technik, die, ich glaube, Backcasting heißt die, genau. Dass im Prinzip du dir ein Ziel vor Augen setzt und sagst, okay, ich möchte, nehmen wir mal, was weniger wiegen oder sowas. Das ist ja auch etwas, wo es auch darum geht, also Sportgewohnheiten aufzubauen und entsprechend Essgewohnheiten zu verändern. Und dieses Ziel, das ist, glaube ich, das Entscheidende, darf man dann wieder backcasten. Also nicht forecasten, wie Wetterbericht, sondern backcasten, sagen, okay, Ende des Jahres 10 Kilo weniger, dann kannst du halt sauber runterrechnen, dass du dann pro Monat vielleicht ein Kilo weniger wiegen darfst, wenn es darum geht, das Gewicht zu reduzieren. Und dann darfst du konkrete Maßnahmen ranschreiben und sagen, okay, zack, das esse ich, das mache ich an Sport pro Woche. Und dann haust du bei mir relativ gut hin, dass ich dann so Post-its nehme und dann die Tagesziele darauf mache. Und dann ist es im Prinzip klar, dass man dem Ziel näher kommt. Und ich glaube, dass es nur durch dieses Bewusstmachen möglich ist, diese Gewohnheit zu ändern. Weil wenn man einfach so weiter schläft, in Anführungszeichen, und denkt, das wird es von sich aus richten, da sehe ich kritisch an. Das ist halt genauso wie der Mensch oder wie man sich halt selber denkt, Probleme, ja, das wird sich schon lösen oder das wird sich schon regeln. Und dann kommt der nächste Brief daher, vielleicht, das war ja nicht teuer oder was, das schiebt man alles weg von sich. Einfach mal Probleme sehen und lösen und kreativ denken. Also was ich zum Beispiel auch gelernt habe in meiner Entwicklung sozusagen, dass ich sage, okay, es gibt da keine Probleme. Und Probleme machen uns ja als Menschen sozusagen aus. Und das ist ja das Schöne, finde ich. Und jetzt nehme ich das ja ganz anders aus als früher. Weil früher war ich angefressen, jetzt kommt da schon wieder eine Mahnung oder in der Rechnung daher. Oder das Problem mit dem Auto heißt, das ist mir reingefahren, weil man einfach schon nicht mehr so ärgern und sagt, okay, da, okay, Problem, Lösung, zack. Da an dem Fehler bin ich selber schuld. Man muss einmal an sich selber anfangen, dass man sagt, okay, jetzt fange ich mal selber an, dass ich mal für mich selber mein eigenes Leben Verantwortung nehme. Weil die meisten deuten ja mit dem Finger nur auf die anderen. Ah, das ist ja genauso wie beim Klimawandel. Die anderen werden es schon machen. Ah, die anderen werden das schon. Ah, die Japaner oder die Chinesen oder die Amerikaner werden das schon irgendwas erfinden, dass der Klimawandel weggeht. Also das, jeder sollte einmal an sich selber anfangen. Einfach nicht einmal den anderen die Verantwortung abgeben sozusagen. Und da schließt sich ja wieder der Kreis von der persönlichen Entwicklung sozusagen, finde ich. Bin ich voll bei dir, Karl. Also da sind mir gleich mehrere Gedanken gekommen, als du das erzählt hast. Das eine ist ja, wenn ich mit einem Finger auf dem anderen zeige, zeigen ja meistens die anderen drei auf mich. Also insofern ist ja die Mehrheit dann auch wieder bei mir. Und ich weiß nicht, wer es gesagt hat, aber dieser Spruch ist ja auch klar. Wie bitte? Ich kenne den Spruch, ja, den kenne ich. Sei du die Veränderung, die du in der Welt sehen willst. Dass du im Prinzip bei dir ja immer anfangen darfst, um praktisch das im Außen auch erkennen zu dürfen, was los ist. Also ich habe auch die letzten anderthalb Jahre das Thema NLP für mich entdeckt, neurolinguistisches Programmieren. Schwieriges Wort, ey. Wer es nicht kennt, ich finde, es ist schwierig zusammenzufassen. Es geht eigentlich darum, die Sprache so zu nutzen, dass es mir besser geht und vielleicht auch, dass es anderen besser geht. So ein ganz profanes, einfaches Beispiel ist, dass ich in der Kindererziehung auf das Wort Nein oder Nicht verzichte, sondern nur noch positiv formuliere. Das ist echt nicht einfach am Anfang, wenn es darum geht, was weiß ich, spring da nicht runter. Ja, wie willst du das positiv formulieren? Und dann überlegst du, okay, bleib oben auf der Leiter oder so musst du dann sagen. Oder sozusagen seinen eigenen Rahmen sitzen, zum Beispiel, jetzt fährt der Autofahrer von mir und schleicht und ich reg mich da voll auf, aber da sitzt man einen anderen Rahmen, okay, komplett entspannt, fahr da halt langsam, dann zählt er. Das ist immer sein eigenes Bewusstsein sozusagen, das müsst du damit wahrscheinlich sagen, ne? Das NLP, ne? Genau. Und was mir noch eingefallen ist, eben als du im Moment etwas länger gesprochen hast, Karl, war, dass in all den Situationen, die dich aufregen oder die du vielleicht auch als Problem früher angesehen hast und vielleicht manche Menschen heute noch ansehen, ist es ja immer so, dass du ja mit dabei bist. Das heißt, du bist ja die einzige Konstante, die immer diese Probleme erlebt. Und dann darfst du dich auch gerne mal fragen, was denn die Probleme mit dir zu tun haben. Genau. Warum sie denn immer wieder kommen. Also es gibt ja auch bei mir im Leben Sachen, die immer wieder kommen, die ich noch nicht gelöst habe, wo ich nicht weiß, Mensch, womit hängt das zusammen? Da darf ich nochmal hinschauen und mir überlegen, woran das liegt, um es dann besser zu machen. Weil ich bin mir ganz sicher, die Probleme, ich weiß gar nicht, ich kriege es nicht mehr hin, das ist ja etwas für mich. Das ist ja eine Aufgabe, die mir gestellt wird, um daran zu wachsen. Und wenn man das so sieht, glaube ich, dass die negativen Emotionen dann gar keinen Raum mehr haben, weil du kreativ anfängst zu überlegen, wie kriege ich das denn jetzt gelöst? Und vor allem, wie kriege ich es nicht nur einmal gelöst, sondern wie kriege ich das grundsätzlich weg, das Thema? Weil dann kommt das auch nicht normal wieder bei dir vorbei. Tom, es gibt ja keine Probleme, es gibt nur Lösungen. Oder? Wie sagt man so schön? Ja. Das ist auch ein guter Spruch. Ne? Der ist mir gerade eingefallen, weil den hat mir mal ein Trainerkollege gesagt und gesagt, ja, das stimmt eigentlich, hast du vollkommen recht. Ja. Und Probleme macht man sich eigentlich nur selber, weil man ist, wie gesagt, für sein Leben jeder selber verantwortlich. Klar, ist man froh, wenn es die anderen gut geht, die Eltern, die Freunde,
Aber im Endeffekt kann ich zum Beispiel nicht jedem Menschen auf deren Planeten helfen, seine Probleme zu lösen. Aber es gibt also Menschen, die was sich Gedanken machen und Sorgen machen über die anderen. Was ist denen Schlimmes passiert? Oder was hat denen? Und die sind richtig beängstigt, sozusagen, den ganzen Tag, ne, durch das. Weil es ist ja innerlich die Angst und das hindert die ja richtig. Ne? Das wirst du wahrscheinlich auch schon erlebt haben, schätze ich mal. Ne? Ja, wobei ich glaube, dass es wenig Sinn macht, anderen Menschen bei der Lösung ihrer Probleme zu unterstützen, weil das in meinen Augen wieder nicht nachhaltig ist, weil in dem Augenblick, wo ich ihm das wegnehme oder es übernehme und erledige, kriegt das nicht hin. Also mein Sohn ist jetzt gerade über mir am Hausaufgaben machen und der macht das in seinem ganz eigenen, sehr langsamen Tempo. Ich muss zugeben, ich hatte immer nie Bock, lange Hausaufgaben zu machen, war gefühlt immer in meiner Vorstellung, auch wieder eingefärbt natürlich, nach 10 Minuten fertig, war draußen am Spielen und war ruckzuck fertig. Er braucht da tatsächlich einen Zeitraum von 1,5, 2 Stunden und ich nehme mich da zurück und denke mir, okay, wenn er sagt, er wird es ganz schneller hinbekommen, dann könnte man vielleicht mal überlegen, dass man da eine NLP-Intervention macht bei ihm, dass er da womöglich auch den Spaß daran findet, es schneller hinzubekommen. Aber das hat er nicht. Deswegen lasse ich ihn das in seinem Tempo machen und er wird das am Ende auch erledigt haben und wird sich unterwegs wahrscheinlich vergnügt haben, dass er sich dann nicht so sehr hat stressen lassen. Ich kann das insofern nicht nachvollziehen, weil ich es immer schnell machen wollte. Und deswegen glaube ich, dass jeder mit seinen eigenen Problemen in diesem Leben ausreichend beschäftigt ist und nicht zwingend die Probleme der anderen lösen sollte, weil, wie gesagt, das wenig nachhaltig ist in meinen Augen. Ja, stimmt. Wenn wir vom Thema Probleme sind, was war eigentlich der größte Herausforderung in deinem Berufsleben bisher? Oder wie hast du es geschafft, dass du das meist gemeistert hast, sozusagen? Größte Herausforderung. Ja, spontan kommt mir tatsächlich so eine Mitarbeiterbefragung, die hat auch, das ist schon das ein großes Thema gewesen in meiner Berufskarriere. Als ich noch angestellte Führungskraft war, wurde alle 2 Jahre immer eine Mitarbeiterbefragung durchgeführt, um zu gucken, wie zufrieden die Mitarbeiter mit ihrem Chef sind. Und ich bin 2013 Abteilungsleiter geworden. Und 2014 die Umfrage, die war noch okay. Das war noch ein paar Monaten. Da hatten wir uns wahrscheinlich noch nicht ausreichend kennengelernt. Das war okay. Und 2016, das war 2 Jahre später, also in meinem dritten Jahr sozusagen, da war sie desaströs. Und ich kann mich noch wohl ganz genau daran erinnern, als mein Chef, das war damals auch der Geschäftsführer gleichermaßen, bei mir anrief. Und ich war in Elternzeit. Und in der Elternzeit rief er nicht häufig an, sondern da war das Telefon eigentlich relativ still. Und da hat er gesagt: Herr Hartmann, wir müssen mal sprechen. Es gibt unter allen 70 Führungskräften einen, der am schlechtesten ist, und unter allen 30 oder was Abteilungsleitern auch nochmal einen, der am schlechtesten ist. Und das war ein Personalunion. Und das war tatsächlich für mich deswegen eine große Herausforderung, weil ich das Gefühl hatte, dass meine Abteilung eigentlich gut lief von den Zahlen her, die Menschen aber nicht zufrieden waren. Und da habe ich tatsächlich damals einen Glaubenssatz, limitierende Überzeugung, was auch immer, identifiziert, die ich beim Daimler 10 Jahre früher eingepflanzt bekommen hatte. Und zwar hatte da mein Teamleiter immer gesagt, wir waren ja im Qualitätsmanagement und sollten ja den Rohbau überprüfen, ob die gute Qualität machen und so weiter und so fort. Der hatte immer diesen Spruch, Autos bauen unter Freunden, weil er im Prinzip so ein Argwohn gegenüber den Kollegen hatte und ja auch sie kontrollieren wollte. Und die haben immer so schön miteinander das alles, ich sag mal, gemacht. Und da hatte ich diesen Glaubenssatz gewonnen, nee, bei der Arbeit, das sind ja keine Freunde, das sind ja im Prinzip alles Kollegen im Kollegen. besten Fall. Und ich war tatsächlich sehr unpersönlich. Ich habe da wenig Emotionen gezeigt, habe auch ansonsten, dadurch, dass ich eine Autostunde entfernt war, mit denen privat nichts gemacht, und dachte auch, als Chef musste über denen stehen. Und das hat tatsächlich überhaupt nicht funktioniert. Und in der Folge ist das deutlich besser geworden. Ich habe da, glaube ich zumindest, viel besser gemacht, habe auch besseres Feedback bekommen, bin auch heute noch in Kontakt mit manchen Kollegen und auch Mitarbeitern von damals, und habe da tatsächlich für mich ganz viel verändern dürfen. Das fiel natürlich auch zufällig in die Zeit rein, wo ich mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung angefangen habe. Und da habe ich echt lange für gebraucht, da für mich irgendeine Änderung hinzubekommen, weil für mich war es ja eigentlich klar, dass ich das richtig gemacht habe. Und ich habe mich auch anfangs richtig darüber aufgeregt, dass die Bewertung so schlecht war. Und dann wurde es mir irgendwann immer klarer, dass es natürlich wie immer an mir hing oder an keinem anderen. Führungskraft, die was das muss, das vorleben sozusagen, das ganze Leit, den Leit, das Leitbild sozusagen von der Firma aus sozusagen. Ja. Ja. Wobei das gar nicht zwingend das Leitbild der Firma war damals. Das hatte ich schon für mich so interpretiert, dass ich das so machen möchte. Mein Chef hat es tatsächlich selber auch anders gemacht. Also natürlich haben wir jetzt nicht jedes Wochenende irgendwas gemacht, oder so, aber wir haben da schon auch über private Sachen mal gesprochen. Das habe ich danach dann auch häufiger gemacht und nicht nur praktisch immer nur von Termin zu Termin gehetzt und die privaten Sachen halt die zu Hause mit ihren Frauen besprechen oder Männern besprechen lassen. In der heutigen Zeit modernes emotionales Leadership sozusagen, ne?
Ja, und von mir auf niedrigstem Niveau praktiziert, muss ich auch wieder zugeben, das können andere viel besser und wahrscheinlich war es für mich trotzdem eine 500% Steigerung, wo ich da Ja, damit aber angefangen habe, man steigert zu weil ihrem ich Leben davor noch so viel sozusagen. schlechter war. Genau, das ist ja, wachsen sollte man ja erkennen, ne? Das ist ja das an der Aufgabe sozusagen. Ne? Ja, zum Abschluss, sage ich nochmal deine zwei Lieblingsbücher zum Thema persönliche Entwicklung oder Nachhaltigkeit. Was hast du da, was würdest du da empfehlen für Bücher, meine Zuhörer? Ich muss ja ehrlich zugeben, zur Nachhaltigkeit habe ich auch ziemlich viel gelesen. Da habe ich aber keinen Buchtipp. Das ist teilweise so, selbst für mich relativ trocken gewesen, dass das nicht so cool zum Lesen geht und das so gut funktioniert. Ich würde ja, also ich habe den Titel jetzt nicht genau im Kopf. Das kommt von einem Boxer, genau, die Sparring-Methode, so heißt das Buch. Das empfehle ich unheimlich gerne. Das kommt von dem René Schmidt, der kommt aus der Schweiz. Und den René durfte ich schon mal kennenlernen im Boxring. Der hat eine ganz spezielle Okay, Methode, cool. wie er coacht, nämlich er ist Boxer und Coach und macht auch noch nebenher Musik auf ganz hohem Niveau. Und der hat ein ganz tolles Buch geschrieben. Da geht es viel, das ist im Kern Persönlichkeitsentwicklung und übernimm die Verantwortung für dich selbst, ist da auch im Prinzip das beisammen. Und es ist vor allem gespickt von ganz vielen schönen Zitaten, Vergleichen, Anekdoten aus anderen Werken. Also, das ist wirklich ein ganz tolles Buch. Und ein zweites Buch, würde ich das spontan raushauen. Da würde ich wahrscheinlich irgendwas von Vera F. Birkenbiel nehmen. Also Sehr coole Frage. da habe ich ehrlicherweise schon 2002 in meinem ersten Studium was zu gelesen und das habe ich damals auch umgesetzt. Ich habe, es hieß damals Stroh im Kopf, das Buch. Das ist gut, aber ich glaube, es gibt mittlerweile, oder das ist mittlerweile leider schon vor 10 oder 15, nee, 12 Jahren verstorben, noch schönere Bücher, die ihr Wirken zusammenfassen. Und bei ihr muss ich ehrlich zugeben, da würde ich wahrscheinlich gar nicht das Buch kaufen, sondern mir eher bei YouTube ein paar Videos angucken. Also mittlerweile Okay. sind ja ganz viele ihrer Sachen veröffentlicht worden und sie kann das auf eine Art und Weise vermitteln, was sie da alles in ihrem Kopf hatte, die sehr amüsant ist. Also das kann man ruhig mal machen. Muss ich auch echt sagen, also die Vera F. Birkenbiel hat mich natürlich auch ein bisschen geprägt, weil durch ihr Wissen und die hat einfach so eine konsequente Linie, einfach, auch wenn es so teilweise ein wenig hart klingt bei ihr, aber die hat das wirklich so gut vermitteln können, dass die sagt, okay, man hat das auch gut verstanden und es war ein Nachdruck dahinter sozusagen in ihre Seminare, wenn man das zum Beispiel jetzt so in YouTube so anschaut, ja. Und das ist eigentlich wirklich, ich habe mir natürlich auch mal Reportage angeschaut, sie war eigentlich zwar ein sehr jähzorniger Mensch, sie hat es immer gleich aufgegangen, wenn es irgendwas war, ne? Aber sie hat ihre Linie durchgezogen. Und das muss ich ja wirklich sagen, das finde ich voll super, weil das einfach eine klasse Linie ist. Weil einfach, wenn man sein Ding macht, sozusagen, das sollte man durchziehen. Und weil man sollte da dranbleiben, sozusagen. Und das sage ich meinen Zuhörern immer. Dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben. Nicht immer gleich aufgeben. Ja? Man kann schon mal sich eine Pause gönnen, aber da wirst man sicher zustimmen können. Nicht immer, es muss ja nicht jetzt Podcasten sein oder Trainer oder nachhaltig. Also kein nachhaltig denken sollte man, aber einfach an seiner Sache, was einen Spaß macht und den Gedanken sozusagen, dass man mal dranbleibt an einer Sache und nicht einmal gleich aufgibt. Bin ich voll bei dir. Also Erfolg ist ja am Ende meistens 1% Inspiration und 99% Transpiration. Das heißt, man darf richtig schwitzen für seinen Erfolg, richtig dranbleiben. Das ist beim Podcasting, finde ich, vor allem so, dass man da tatsächlich über einen langen Zeitraum die Folgen veröffentlichen darf, bis man tatsächlich mal richtig Resonanz bekommt und auch viele Zuhörer bekommt. Und ja, das ist bei allen. Also am Ende schlägt immer derjenige, der mehr Ausdauer, mehr Fleiß hatte, denjenigen, der irgendwie mehr Talent hatte. Habe ich mir letztes Mal eine super Reportage auf Dreisat angeschaut, da haben sie ja Wissen schlägt Talent oder sowas, war das geheißen. Und das war wirklich, das war ja natürlich erwiesen, auch wenn du natürlich fleißig bist, schlägt das natürlich eher, so schlagst du den eher, der was Talent hat natürlich, weil du einfach konsequenter dranbleibst. Natürlich, der was Talent hat, natürlich, dass der sich leichter tut, wenn er wirklich konsequent dranbleibt. Aber da finde ich es einfach voll schade, dass es gab so viele tolle Menschen, die was voll die Innovationen und Denkweisen hätten für eine super Zukunft, für unsere super Erde sozusagen, die was auch Sachen entwickeln konnten, dass wir unseren Planeten sauber halten oder die Meere sauber halten. Da gibt es ja schon voll viele Techniken. Ja. Ja. Aber da hat es schon einige Studien gegeben oder einige, also so Prototypen, ne, die was einfach dann nicht gebaut worden sind. Und das ist einfach voll schade. Ja, da gebe ich dir recht. Da sind wir tatsächlich als Deutsche sehr, sehr kreativ. Und da würde ich die Österreicher jetzt mal mit dazuziehen und auch die Schweizer, die sind ja auch sehr patentreich. Uns fehlt es manchmal ein Stück weit im deutschsprachigen Raum, die Sache auf die Straße zu bringen, also in die Umsetzung zu bringen. Also es gibt ganz viele
Fälle, wo tatsächlich in Deutschland irgendwas patentiert und entwickelt worden ist und dann in den USA das Ding einfach schlampig umgesetzt worden ist, aber dann einfach so lange weiter probiert wurde, bis es verkaufsfähig war oder vielleicht auch gar nicht verkaufsfähig war, trotzdem verkauft wurde und damit das Geld dann verdient wurde. Und da kann man jetzt vielleicht manchmal sagen, ach, das ist ja ungeschickt, dass wir es nicht hinbekommen haben. Ich sehe es andersrum. Ich sehe es tatsächlich meistens so, dass wir sozusagen die Starthilfe gegeben haben, dass wir es entwickelt haben und es anderen Menschen dann überlassen haben, ihre Talente da einzubringen, das besser hinzubekommen. So ähnlich ist es ja bei der Photovoltaik auch gelaufen, dass wir tatsächlich als Deutschland damals mit dem erneuerbaren Energiengesetz die intensiv gefördert haben, auf deutschen Dächern natürlich die Anlagen gebaut worden sind, auch mit deutschen besonders Umlagen dann praktisch finanziert worden sind und dann es Stimmen gab, die sich damals geärgert haben, dass dann die Technik in die zum Teil USA, aber vor allem nach China praktisch auch exportiert worden ist und die dann im Laufe der Zeit natürlich die Zellen viel günstiger produzieren konnten, die ganzen Anlagen günstiger produziert haben und dann nachher die deutschen Hersteller natürlich wieder überfahren haben. Und ich sehe es gar nicht so schlimm, muss ich zugeben. Ich finde es gut, dass wir das entwickelt haben. Es wäre wahrscheinlich auf Dauer eh nicht sinnvoll, diese Zellen in Deutschland herzustellen, sondern vielleicht ist es ohnehin besser, dass es in China gemacht wird. Vielleicht günstiger oder was, ja. Man weiß es nicht. Genau. Ja, wobei da natürlich, während ich spreche, kommt mir natürlich auch wieder hoch, dass natürlich womöglich die Umweltauflagen in China etwas geringer sind und die dann womöglich Kosten an Stellen einsparen, wo sie aber am Ende wahrscheinlich auch wieder für bezahlen müssen. Also es ist ja nicht so, dass die da unendlich viel Raum haben für ihre 1,3 Milliarden Menschen. Na, mir ist sehr gefreut, aber über das Thema Nachhaltigkeit und Entwicklung sozusagen können wir ja natürlich nochmal eine Podcast-Folge machen, werden wir natürlich auch nochmal was machen. Das würde mich sehr freuen, wenn wir da über das Thema nochmal ausführlicher sprechen können natürlich, weil das Thema liegt ja den Menschen auch sehr am Herzen, finde ich, glaube ich. Weil ich glaube, an die intelligenten Menschen, der was sie weiterentwickeln will, ich glaube, der hat schon Interesse daran, dass er sich selber ein bisschen eine Zukunft sozusagen gestaltet. Ja, da wirst man sicher. Ja. Also mir ist das wichtig und dir wird es genauso wichtig sein. Und ja, genau, bin ich bei dir. Ich sage auch vielen Dank, Karl, für das Interview. Ich fand die Fragen total anregend, inspirierend. Mhm. Ich bin total beruhigt, dass ich jede Frage verstanden habe. Ich hatte vorab schon gesagt, es könnte sprachliche Herausforderungen für mich geben. Und ich hoffe andersrum, dass ich auch so deutlich gesprochen habe, dass deine Zuhörer mich verstanden haben und Perfekt. Ich da nicht unklar bin. Perfekt. Also ich glaube, wir haben sie alle zwar gut ausgedrückt sozusagen. Ja. Somit bedanke ich mich bei dir und somit bleibt dran. Abonnieren natürlich nicht vergessen. Und somit wünsche ich noch einen schönen Tag und schönen Tag noch. Die letzten Worte gehören natürlich meinem Gast immer. Das kannst du noch ein paar Worte an mein Publikum richten. Okay, das war nett, Karl. Vielen Dank. Jetzt habe ich natürlich nichts vorbereitet, auch ansonsten die Antworten nicht vorbereitet habe. Ich würde wahrscheinlich aus dem Bauch heraus sagen, dass es für jeden Menschen sinnvoll ist, sich ab und zu mal in Ruhe zu setzen. Also ich bin tatsächlich niemand, der täglich meditiert. 2-3 Mal die Woche mache ich es aber, mich praktisch wirklich zur Ruhe zu setzen und eine Viertelstunde mal gar nichts zu machen. Und ich glaube und ich bin mir ganz sicher, dass es bei euch auch so sein wird, in dem Augenblick, wo ihr zur Ruhe kommt, kommen meistens die Sachen hoch, die vielleicht am Anfang auch noch im Kopf rumschwirren und nach einer gewissen Zeit kommen die Sachen hoch, die wirklich Relevanz haben, die wichtig sind. Und wenn ihr euch die Sachen vorknöpft, und ich empfehle wirklich, mit so kleinen Post-its vielleicht zu arbeiten, die abzuarbeiten, dann werdet ihr in meinen Augen nachhaltig erfolgreich und auch für euch so zufrieden, ja, dass es ein erfolgreiches Leben für euch gewesen ist. Das war nur wunderschön. Damit bedanke ich mich bei dir. Hat mir sehr viel Spaß gemacht. Danke.